Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim, oh yeah. Und wir haben den Sprung geschafft übrigens. Und ich weiß nicht, wieso ich jetzt meine Magie nicht raushole. Guck mal, hier ist alles. Willst du dich? Ich treffe auch nicht. Okay, der eine haut schon mal ab. Ich bin immer gespannt, was wir hier finden. Hier scheint alles ein bisschen rumzuglühen. Und ich glaube, der hat keine Waffe. Ein wilder Falmer? Au! WTF? Ich frage mich, wie sie sich fortpflanzen. Nur mal so eine Info. Ja, strange. Ein wilder Falmer. Das ist neu. Der hat hier ganz in Ruhe gelebt mit seinem Haustier. Und ich komme an und töte sie. Dich habe ich nicht getötet. Oder doch? Ich bin auf jeden Fall von da oben runtergefallen. Ganz klar. Das heißt, ich kann diese Falmer, die wir gerade gesehen haben, nicht getötet haben. Vielleicht ist das eine Anspielung an Gollum gewesen. Wer weiß. Okay, Gollum hatte kein Haustier, aber ansonsten passt das. Übrigens, ist ja gar nicht so eine starke Strömung, oder? Doch ist. Doch ist. Doch ist. Haha, ich stecke fest. Ich stecke fest. Vielleicht schaffe ich sogar hier rauszukommen. Pass auf. Pass auf. Jetzt kommt der übelste Move. Hm? Ah, ich hab's schon geschafft. Gut. Das war's mit dem übelsten Move übrigens. Ich wollte eigentlich einen Schrei rausholen und mich da rausschreien, aber naja. Ein wilder Falmer. Auch noch nie gesehen, du. Mit seinen Charus-Haustieren. Dem schien es hier ganz gut gegangen zu sein, ne, bevor ich kam. Und sie alle ausgelöscht habe. Die Frage ist nur, warum hier alle tot liegen. Das frage ich mich nur. Na gut, wir müssen jetzt hier raus und dem Wasserfall folgen. Leider gab es hier nichts Tolles. Huch. Schwimmt der? Ist der am Leben gewesen? Tatsächlich. Sind einfach ins Wasser gefallen, die Jungs. Alter, wo bin ich? Erstmal kurz pausieren. Hey! Ich hab gesagt, erstmal kurz pausieren. Kranker Shit. Na gut, ich würde sagen, damit haben wir eigentlich alles. Ich kann mir nicht vorstellen, wo wir irgendwas übersehen hätten. Wir sind eigentlich überall lang gegangen. 4 Riesen haben wir gefunden. Vielleicht gibt es noch mehr. Ab diesem Zeitpunkt dürft ihr mir gerne sagen, wie viele es noch gibt und wo die stecken. Denn jetzt habe ich alles abgesucht. Ich bin ja so jemand, dass wenn er sieht, dass ein Kommentar Spoiler enthält, lese ich ihn nur bis zum Spoiler. Und danach versuche ich einfach mal auszuschalten, was da steht. Das heißt, keine Angst, Leute, ich sehe ja all eure Kommentare immer wieder. Keine Sorge, ich lese alles. Alles lese ich. Aber wenn Spoiler dabei ist, dann lese ich nicht alles. Sagen wir es so. Da möchte ich mich doch ein bisschen zurückhalten, damit ich tatsächlich 100% des Spiels, was ich noch nicht kenne, wie zum Beispiel dieses DLC, was ich noch nicht kenne, komplett erstmal selbst erkunden kann, bis zu diesem Punkt, wo ich sagen kann, okay, ab jetzt dürft ihr mir gerne gespoilerte Sachen zuwerfen. Und was blitzt da? Habe ich beim letzten Mal, glaube ich, schon gesehen. Und dann dürft ihr das gerne tun. So, brechen wir mal auf. Und vielleicht finden wir ja Sera wieder. Wäre auf jeden Fall schön. Wahrscheinlich schwirrt sie da gerade irgendwo in der Luft herum und fragt sich, was tut mein Freund Zero gerade? Wobei eigentlich, wenn sie verschwindet,
ist das Rätsel eigentlich schon gelöst. Ohne sie kann der Typ nichts machen, der Vater. Und wenn der Vater fragt, wo Sera ist, sage ich, ja. Das weiß nur Gott. Ja, ist ja gut. Sonne und so, ich weiß. Mal sehen, vielleicht ist ja noch ein Frostgrieser irgendwie vor dem Schloss oder im Schloss. Alles ist möglich. Nichts ist unmöglich. Toyota. Ah, da sind die Brücken. Oh Gott. Bloß nicht runterfallen, Zero, Alter. Hüte dich! Aha. Wir werden vorerst mal hier in die Richtung laufen. Das sah mir doch ein bisschen zu auffällig aus. Als könnte man hier lang laufen, weißt du? Ja, man kann hier lang laufen, nur ist hier ein makelloser Rubin, okay. Ein makelloser Saphir. Okay, dann ist hier tatsächlich etwas. Elfenzweihänder. Oh, du bist ja ein Elf. Huhu. Hoppla, dein Schwert. Oh, mir ist es aus der Hand gefallen. Das tut mir leid. Ich glaube, der ist da drin erfroren oder so, ne? Was ist das auf seinem Kopf? Eine Krone oder so? Hm. Seltsam. Na gut, damit hätten wir das Rätsel des vermissten Elfen gelöst. Falls es jemals eins gab. Ich weiß nicht. Nie was gehört von. Sera, das wird Zeit für deine schlauen Sprüche. Interesting. Ich hätte es auch gleich hier reinkippen können, oder? Hättest du es doch gleich hier reinkippen können. Das wäre doch viel schneller gewesen und einfacher. Wie sollen wir so kompliziert machen? Finde exklusive. Okay, dann wollen wir mal exklusive finden. Ohne Sera. Schade eigentlich. Schade, 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 Schokolade. Naja. Lass uns reingehen, da ist wenigstens dunkel und ich kann laufen. Irgendwann muss sie ja wieder zu uns stoßen, ansonsten habe ich ein bisschen Panik davor, dass wir das Spiel vielleicht eventuell kaputt machen könnten. Dass irgendwie ein Skript nicht ausgelöst werden kann. Und, hi. Bist ein Falmer. Oh nein. Frostresistenz. Oh, das gefällt mir gar nicht. Diese Falmer sind... Ja! Sind im Eis eingefroren. Ich frage mich, wie lange sie schon in diesem Zustand ausharren. Und ich hielt schon die Seelengruft für gruselig. Frage ist, was für Falmer das sind. Sind das die Bösen? Ich glaube schon. Ja, es sind die Bösen. Ich meine, die Haustiere sind ja auch da. Okay, das könnte so... Okay. Ich wollte gerade sagen, das könnte einiges sagen, warum die eingefroren sind, weil er so eine Schneesturmkarte hatte. Okay. Okay, okay. Lass mal stecken, Kleiner. Wieso sind die alle eingefroren? Aber Sera ist zurück, Freunde. Sera ist zurück. Ich freue mich. Elfenschwert. Och, die Halskette nehme ich gerne. Die brauchst du nicht mehr, ne? Altar. Ich glaube, ich höre einen Troll.
Ein Riese! Da war Nummer 5. Sarah, du könntest mir übrigens gerne helfen. Sarah? Sarah? Was machst du da? Schnell, solange wir die Gelegenheit haben. Was hat die da gemacht? Hat die an den Figuren rumgeleckt oder was? Er passt nicht durch die Tür. Was zum Teufel? Habt ihr nur einen Schuss von hinten gesehen? Oh, er weckt all seine Freunde wieder. Verblitzt sie alle zusammen. Hör auf, wegzulaufen. Na gut, dann nicht. Aber hier war noch mehr. Ich trage zu viel? Seit wann trage ich zu viel? WTF? Hä? Ich bin doch gerade ganz normal rumgelaufen. Ach komm, scheiß auf das diadrische Schwert, ganz ehrlich. Wer ist da? Alter, was geht denn hier ab? Es wird euch eine Lehre sein. Bist du gut oder böse? Wer ist da? Was machst du da? Ach, das ist ein Troll. Das wird doch gib mir den Troll, sein. Scheiß Skelett. Ich will zum Troll. So, Rubinglanzstück. Oh yeah. Okay, jetzt haben wir noch eins. Frage ist nur, wo der letzte ist. Aha. Da muss noch ein Gegenstand drauf. Hast du einen Gegenstand, mein Freund? Hat einer von euch einen Gegenstand? Du vielleicht? Vielleicht eine Truhe? Na. Nix. Okay, wir können da irgendwas auf den Altar raufstellen. Ich vermute mal, dass dahinter noch einer der Riesen sein wird. Frage ist nur, was stellt man da drauf? Wenn wir jetzt die, den Krug runternehmen. Schließt sich dann die Tür? Ich verstehe. Rätsel ist gelöst, Freunde. Das Rätsel ist gelöst. Das Rätsel des verschwundenen Kruges. Haha! Okay. Kein Troll. Dann waren es halt nur 5. Moment. Ach so. Das hier ist wahrscheinlich nur da. Falls einige Idioten darauf kommen, den da wieder rauszunehmen. Soll es ja geben. Was haben wir denn hier so schönes? Magika nehme ich mit. Und den hier auch. Ich sagte, und den hier auch. Dankeschön, Zero 2. Gut. Bleib mal ruhig da drinne, Sarah. Bleib mal ruhig da drinne. Okay, mal gucken, ob sie jemals da rauskommt. Ansonsten wissen wir ja, wo sie ist. Da mache ich mir keine Sorgen. Dann nehmen wir den Krug. Okay, sie kommt da raus. Krug sicherheitshalber mit, falls wir noch so einen Altar finden. So, Elixier und Gesundheitstrank. Hast du irgendwas in der Hand, was ich brauchen könnte? Nö. Irgendwer hat hier übrigens ins Gesicht gerotzt. Irgendwer rotzt den ganzen Leuten hier voll ins Gesicht. Guckt euch das mal an, das ist ja widerlich. Huch, ein Büchlein. Oh, was ist denn da? Was ist das? Kenn ich nicht. Donnerkeil, ein Donnerkeil. Der Gesundheit 90 und Magiker halb so viele Punkte. Blitzschaden zufügt.
Okay. Gucken wir uns das Ganze mal an. Experte und Kettenblitz ist Adept. Oh, kostet so ein bisschen Mana, ne? Alter Schwede, guckt euch das mal an. Ich will's testen. Aufwachen. Oh, cool. Wer ist da? Das geschafft. Ah, das wird mir gefallen, Freunde. Das wird mir richtig gefallen. Alter Schwede. Ich hab was richtig Mächtiges. Aufstehen! Na ja, cool, er macht's wirklich. Die hören auf mich. Es kostet natürlich enorm viel Mana. Ich muss halt einfach aufpassen zu treffen, ne? Man muss einfach treffen können. Wieder ein Skelett. Irgendwas in der Hand, meine Freunde? Hä? Diadem der Wasseratmung. Danke. Zu spät! Schlampe, steh auf! Woher seid ihr gekommen? Erstklassig, ich stehe drauf. Ja, Zerstörung wird jetzt richtig nach oben gepusht. Ah, ich bin nur vergiftet worden. Aber dafür habe ich natürlich so gut wie kein Mana. Alter, für das Plündern! Boom! Ich glaube, wir brauchen echt nur noch einen. Ich glaube, wir brauchen nur noch einen. So. Hier geht's weiter. Sind wir dann durch hier? Oder haben wir irgendwas verpasst? Aha! Hab ich die gefunden! Ein Rubin. Naja, besser als nichts. Ja gut, Gesundheit und Magika nehme ich auch gerne. Gar kein Problem. Lasst mich hier durch! Ich weiß nicht, ob wir schon überall nachgeguckt haben. Das ist das Ding. Da war eine Tür, da war die andere. Und hier gibt es keinen anderen Weg. Gut. Haben wir noch irgendwas? Golderz, gut. Es geht immer noch weiter, Freunde. Es geht immer noch weiter. Rolle der Eisenhaut. Sag mal, wie viel Zeug haben wir denn zu verwandeln? Alter Schwede. Du besitzt kein Erz, okay. Das ist vorbei. Nehmen wir Wiedergänger. Komm, hier ist doch irgendwas zum Wiedergängen, oder? Irgendwas hier? Hm? Ich glaube, das Ding, was wir jetzt haben, ist so krankstark, dass wir nur noch einen Zauber brauchen, um richtig heftig Schaden zu machen. Und das spart auch Mana. Muss man dazu sagen, das spart Mana. Gut, also ist hier nichts. Auriels Kapelle. Oh, bald kriegen wir Auriels Bogen, Freunde. Ich hoffe, der ist richtig mächtig. Ich hoffe, der ist so mächtig, dass ich alles weghaue und wegnatze. Oh yeah. Oh Gott, mein Finger juckt. Oh Gott. Oh. Alter. Kennt ihr diesen verdammt krassen Juckreiz, wenn ihr den habt am Finger? Das finde ich echt schlimm. Finde ich echt schlimm. Okay, es gibt kein Zurück. Ich kann nicht in diese Richtung gehen. Was? Wir sind am Ende der Map? Wir sind am Ende der Map? Was? Okay, wir sind also am Ende der Map. Und das gefällt mir nicht, Freunde. Zur Rede stellen? Ihr seid hergekommen und denkt, ihr könnt Auriels Bogen einfach so mitnehmen? Ihr habt genau das getan, was ich erwartet habe und eure bezaubernde Gefährtin mitgebracht. Moment. Ja, sicher. Bist du so doof oder was?
Was für euch leider bedeutet, dass ihr nicht länger gebraucht werdet. Soll ich die jetzt alle ernsthaft töten? Er ist doch schwach. Der ist doch schwach. Na komm, Leni macht das schon. Komm, ich mach gerne mit. Oder ganz kleiner. Achso, nee, das waren Bruststücke. Ich hab nicht mehr genug Mana. Jetzt die auch noch. Komm, das macht Sera doch alleine. Du mit deiner scheiß Magiebarriere. Komm her. Zeigst du mir den Mittelfinger? Wenn wir so drauf gucken, sieht das so aus, als würde er mir den Mittelfinger zeigen. Krass, ist der dreist. Oh, plötzlich mache ich nicht mehr so viel Schaden. Das heißt, ich muss sie doch zusammenwirken, damit die den heftigen Schaden machen. Ah, gut, hole ich kurz meinen Bogen raus. Ich bin ja gewillt. So. 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 Immer schön in den Kopf rein. Weil du so schön bist, mein Freund. Kriegst du noch ein paar Piercings ins Gesicht. Und du wolltest doch schon mal eine Halskette haben, oder? Und wahrscheinlich auch ein Tattoo. Tattoos kann ich leider nicht dienen, aber eines Tages, eines Tages. So, kommen jetzt noch die restlichen Magier, oder was? Ziemlich beeindruckend, aber leider vergeblich. Ihr zögert nur euren eigenen Tod hinaus. Vorsicht, er lässt die Decke einstürzen. Woher weißt du das? Hä? Machst du einen auf Panik und nichts passiert? Erledigt sie! Ich weiß nicht, ob das so schlau ist, die Decke einstürzen zu lassen, weil seine Freunde da sind, aber gut. Alter, erfrorener Schamane, ach so. Das finde ich jetzt mal nicht nett. Ach, da ist Sera. Hält's mal wieder nichts aus, meine Freundin, ne? Ich mach das schon. Mach dir mal keinen Stress, Sera. Da, Headshot ohne Ende. Dir verpasse ich auch nochmal eins. Wenn du so scheiße bist. Oder du stirbst. So. Das hat jetzt lange genug gedauert. Kind, mein Leben ging sehr lange vor eurer Geburt. Hey! Achso, warte. Objekte? Nee, warte. Beschwörung? Nee, nicht Aschebrut. Beschworener Bogen. Hey! Eigentlich müsstest du einfach umfallen. So ein Dreck. Okay, Jungs, okay. Ich weiß, ihr habt euch angestrengt, mich zu schlagen und so, aber... Nö. Hier, da. Da, guck. Als ob mich das stört, wenn ich Schaden von euch bekomme. Gesellig. Nicht die Bohne. Nicht die Bohne. So. Alter, wie lange dauert der Kampf hier noch? Ist doch überhaupt kein Stress für mich. Also nach dem Kampf mit dem Drachen bin ich hier komplett stressfrei, du. Also, Alter, es gibt nichts Schlimmeres als zwei Drachen, die dir da mit ihrem Mundgeruch in die Fresse schlagen. Von daher bin ich hier ganz entspannt, du. Außer, dass ich natürlich nicht treffe und da sind fünf Leute vor mir. Und Sera macht irgendwie gerade ein Nickerchen oder so, habe ich so ein Gefühl. Ja, da hinten sitzt sie und freut sich da. Jetzt verzieh dich doch mal. Alter, er ist ausgewichen. Haha. Jetzt verzieht euch doch mal endlich. Was hast du für Spastiken? Ich treffe den hinteren nicht. Geht doch. Jetzt versteckt er sich auch doch. Ich besiege euch mit euren eigenen Pfeilen. Was sagt ihr dazu, hä? Ja, scheiße, wa?
Nein! Ich lasse warte. Ja, war klar. Kettenblitz. Doch über das andere Donnerkeil. Hallo, nach links? Nach links? Ja? Nein, dann halt nicht. Wie funktioniert das nicht so wirklich? Hier funktioniert gerade gar nichts. Dass wir jahrhundertelange Vorbereitungen zunichte machen. Das ist der Punkt. Hat er ernsthaft den Palast gesprengt? Geht es euch gut? Los, wir können es schaffen. Ich weiß, dass wir es können. Er ist dort oben, auf der Galerie. Kommt schon. Bist du krank oder so? Hat das ganze Gebäude gesprengt. Krass. Cool. Gut, Freunde. Ich kann gerade auf nichts zugreifen. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.